Mehr als 700 Wohnungen auf einer Gesamtfläche von 145.000 Quadratmetern umfasst die Kapfenberger Hochschwabsiedlung. Erbaut von der Gemmesag in den 1940er Jahren, entsprechen große Teile davon nicht mehr den aktuellen Standards. Deshalb haben sich die Stadtgemeinde und Gemmesag schon 2019 zusammengetan, um eine Vision zu entwickeln. Dazu gehört auch der Dialog mit der Bevölkerung. Wir haben jetzt mit den ersten beiden Terminen eine Vision mit den Bürgern gemeinsam erarbeitet, wie es in der Hochschwabsiedlung in Zukunft aussehen soll. Das ist einmal sehr gut angekommen. Wir haben das auch in einem Bild, in einer Grafik gut umgesetzt, damit das auch weiter in den nächsten Dialogen dann verwendet werden kann. Diese Grafik umfasst Begegnungszonen, einen Spielplatz, einen Nahversorger sowie einen Arzt. Von großer Bedeutung ist auch die Nachhaltigkeit mit Photovoltaik, Carsharing, Bus- und Sammeltaxi sowie zusätzlichen Radwegen. Der dritte Teil des Dialogs drehte sich um die Sanierung der vorhandenen Häuser. Hier hat die Gemmesag schon konkrete Pläne für das nächste Jahr. Abgesehen von den Objekten, die wir jetzt schon umfassend energetisch saniert haben, haben wir jetzt im Budget des nächsten Jahres noch weitere Häuser drinnen. Also ich kann es relativ genau sagen, das wären die Seilbahngasse 1 bis 7 bzw. die Hauberger Straße 38 und 40, wobei vereinzelt die Mieter auf uns zukommen sind und eben gewisse Sanierungsmaßnahmen bzw. vor allem natürlich auch Balkonzubauten haben wollen. Darüber hinaus hat das Land der Gemmesag zwei Pilotprojekte genehmigt. Dabei geht es um einen Neubau im südlichen Bereich der Hochschwabsiedlung. Baubeginn wäre frühestens Ende 2025. Doch schon davor tut sich einiges. Wirklich in den nächsten ein bis zwei Jahren, da reden wir auf alle Fälle von, sagen wir mal so, um die 100 Wohnungen, die saniert bzw. mit Balkonen ausgestattet werden sollen. Und dann ca. 30 bis 35 Wohnungen, die ab 2025 dann in eine Richtung gehen sollen, Neubauwohnungen. Die nächsten Dialoge finden im kommenden Jahr statt, wenn es um die Freiraumgestaltung und die Mobilität geht. Das Abschlussfest ist für Jänner 2025 geplant. Die Entwicklung der Hochschwabsiedlung geht aber auch danach noch weiter. Man kann nicht von heute auf morgen so viele Gebäude und so viele Wohnungen auf einmal umreißen. Das heißt, es wird eine Zeit lang dauern und diese Zeit wollen wir uns auch nehmen und gemeinsam mit der Bevölkerung das entwickeln.